In unserem Themenblock Cyberwing haben wir euch schon einige praktische und rechtliche Tipps gezeigt, wie ihr handeln könnt, wenn gegen eure Persönlichkeitsrechte im Netz verstoßen wurde. Heute möchten wir von Rechtsanwältin Miriam Mensch erfahren, welche rechtlichen Ansprüche wir haben und geltend machen können, wie ein Unterlassungsverfahren funktioniert, wen es treffen kann und welche Konsequenzen das Ganze für die TäterInnen haben kann. Welche Möglichkeiten habe ich und welche Ansprüche kann ich geltend machen, wenn gegen meine Rechte verstoßen wurden? Man hat verschiedene Ansprüche. Einerseits hat man erstmal einen Auskunftsanspruch gegen den Schädigenden. Das heißt, man kann erfahren von demjenigen, an wen er etwas verschickt hat, wann, wie und wer alles was bekommen hat. Dann hat man einen Löschungsanspruch, einerseits gegen denjenigen, der einen in seinen Rechten verletzt hat, und aber auch gegen den Betreiber der Internetseite oder der Internetplattform, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder auch WhatsApp. Dann hat man einen Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer und man hat auch die Möglichkeit, Schadenersatz oder Schmerzensgeld zu bekommen. Da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man als erstes die Beweise sichert. Es ist ganz wichtig, sich Screenshots zu machen, Daten und Zeiten zu notieren und vielleicht auch Zeugen zu sammeln, die man nennen könnte für die Verletzung. Wenn ich mich dazu entscheide, rechtliche Schritte einzuleiten, wie funktioniert so ein Unterlassungsverfahren? Also man sollte sich an einen Anwalt wenden, denn ohne Anwalt kommt man mit den Gerichten nicht wirklich weiter. Die Ansprüche verjähren innerhalb von 3 Jahren, sodass man etwas Zeit hat, sich darum zu kümmern, aber man sollte natürlich nicht zu lange warten. Letztendlich kann man dann zum Anwalt gehen, der kann Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe für einen beantragen, sodass die Kosten sich in Grenzen halten. Ansonsten, Kosten kommen wir später zu, fallen dann schon an. Der Anwalt wird je nach Rechtsverletzung dann ein Mahnschreiben formulieren und den Schädiger auffordern, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, möglicherweise auch eine strafbewährte Unterlassungserklärung. Dann kann er damit drohen, ein Strafverfahren einzuleiten. Und wenn die Rechtsverletzung sehr schwer ist, dann muss er auf jeden Fall ein einstweiliges Verfügungsverfahren einleiten. Ansonsten kann es sein, dass die Gegenseite auf das Mahnverfahren relativ schnell reagiert und entsprechende Erklärungen unterzeichnet, dass er auf jeden Fall in Zukunft keine Rechtsverletzungen mehr begeht. Also zum Beispiel eben das Bild, was die Rechte verletzt, nicht weiter verbreitet. Im Falle, dass die Unterlassungserklärung unterschrieben ist und der Verletzer sich nicht an die Vereinbarung hält, droht ihm dann eine Geldstrafe oder sogar im Zweifel eine Haftstrafe, wenn er nicht zahlt. Das kann man dann gerichtlich durchsetzen aufgrund der Unterlassungserklärung, die derjenige unterschrieben hat. Wenn das einstweilige Verfahren eingeleitet werden muss, weil die Rechtsverletzung sehr schwer ist, ist besonders intimes Foto verbreitet worden oder sowas ähnliches, dann kann das Gericht eine einstweilige Anordnung erlassen, dass die Verbreitung sofort gestoppt wird. Dann geht es erst später ins Hauptverfahren mit einer Gerichtsverhandlung, wo alle anwesend sein müssen, Anwälte, Verletzer und auch der Geschädigte. Und es kommt zu einem Urteil, in dem der Verletzer dann verurteilt wird, auf jeden Fall jede weitere Verbreitung zu unterlassen. Und das kann auch durch Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden. Das heißt, der Gerichtsvollzieher oder die Polizei setzen durch, dass wirklich keine weitere Verbreitung stattfindet. Mit Zwangsgeld oder eben sogar Ordnungshaft.
Für wen gilt das denn als Schädiger? Denn strafrechtlich kann man doch erst ab 14 Jahren belangt werden, oder? Ja, da gibt es einen Unterschied. Es gibt einen zivilrechtlichen Weg, den ich gerade genannt habe, mit der Abmahnung und dem einstweiligen Verfahren. Da gehen die Gerichte davon aus, dass Internetnutzer schon ab 7 Jahren in der Lage sind zu erkennen, dass sie ohne Einwilligung des Verletzten nicht einfach verbreiten dürfen. Und insofern kann man auch als Minderjähriger schon verurteilt werden, zu unterlassen, zu löschen oder sogar Schmerzensgeld zu zahlen. Es gibt also den strafrechtlichen Weg noch hinzu. Man kann Strafanzeige erstatten bei der Polizei. Dabei ist es sehr wichtig, dass man auch einen Strafantrag stellt, denn das Kunst- und Urhebergesetz setzt einen Strafantrag voraus, ansonsten wird die Staatsanwaltschaft nicht tätig. Und es ist möglich, dass auch unter 14-Jährige nachher, wenn sie strafrechtlich in Erscheinung treten, Konsequenzen fürchten müssen, dass das Jugendamt einschreitet und verschiedene erzieherische Maßnahmen in Kooperation mit den Eltern und mit der Schule und mit der Polizei einleitet. Das kann bis zur Heimunterbringung gehen, sage ich jetzt mal, ist der allerkrasseste Fall. Und trotzdem, wenn eine schwere Verletzung stattfindet, gibt es sehr viele Möglichkeiten, da tätig zu werden. Im Fall, dass man selber verurteilt wird, kann ich vielleicht mal verschiedene Beispiele nennen, was es so an Schmerzensgeldurteilen gegeben hat. Da sind zum Beispiel intime Fotos von einer 17-Jährigen von ihrer Freundin verschickt worden. Die ist zu 1000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Oder bei Mobbing-Nachrichten, die sehr schwer verletzend, beleidigend waren, eines 12-Jährigen, der ist zu 1500 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Aber auch Erwachsene, die zum Beispiel Nacktfotos ihrer Ex-Freundin verschickt haben an andere. Da hat ein sehr weiter Verbreitungsgrad stattgefunden. Da ist der Erwachsene dann zu 25.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Das ist ein sehr krasser Fall, aber diese Schmerzensgeldansprüche können eben auch 30 Jahre lang vollstreckt werden. Das heißt, wenn man als Minderjähriger noch kein Geld hat, ist das kein Grund, dass man nicht später noch herangezogen werden kann dazu.